Ja, hallo, liebe Freunde. Ich guck mal, im Mikro geht. Jo. Hallo, liebe Freunde, ich begrüße Sie wieder hier bei mir im Microsoft Flugsimulator in Hamburg, im professionellen Simulator von ProSim AR und FlightDeck Solution auf dem Flug von Hamburg nach Berlin, Brandenburg, also dem internationalen Flughafen von Berlin. Wir haben heute eine labile Kaltfrontlage oder Rückseitenlage einer Kaltfront mit etwas Schauer und Gewitter. Da werden wir auch gleich nochmal uns auf den Wegchen begeben. Und ich werde heute diesen Flug nutzen, um mal meine neue Online-Flugschule vorzustellen, für Jugendliche hauptsächlich, aber ist natürlich für jeden Anfänger tauglich. Nur die Sprache ist speziell, die ich nutze, und auch den Kenntnisstand ist auf Jugendliche aus, also so ab dem Alter von etwa 12, 13 Jahren. Und der Kanal wird aber, oder die Playlist wird nicht nur für Kinder sein, also ist kommentarfähig und natürlich auch chatfähig. Und dort werde ich mit Hilfe einer Cessna 172, also am klassischen Schulflugzeug, dann die klassische Schulung einmal durchführen, wie Sie einen Blick in das Berufsbild Pilot, zunächst einmal Privatpilot, bekommen. Und ich werde diesen Flug nach Berlin nutzen, um das hier einmal näher vorzustellen und auch die Beweggründe dafür zu nutzen. Es ist ein Live-Mitschnitt. Ich werde das entsprechend auskoppeln und diesen Live-Mitschnitt natürlich wieder veröffentlichen, wie immer. Gerade weil heute auch die Wetterlage auch interessant ist. Und wie Sie sehen, entwickelt sich das vor uns da nicht so gut. Da sind auch Gewitter drin. Und wir müssen jetzt ein bisschen da sehen, wie wir da durchkommen. Das ist knallrot, ja, und das ist sehr schwierig, da durchzufliegen, beziehungsweise da drum zu fliegen. Und wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht drüber kommen, was um diese Jahreszeit eventuell noch möglich ist. Der Ausweichflughafen heute wird sein Leipzig-Halle. Ja, dann werde ich mal wieder hier ein bisschen dunkler machen und mich erstmal hier mit der Wettersituation beschäftigen. Das Wetterradar ist knackenrot nach rechts und das ist genau unsere Flugroute. Und ich habe die Flughöhe für 2,30 an sich vorgesehen, aber ich beantrage jetzt bei Bremen bzw. gleich bei Langen mal schon auf 2,50 zu gehen. Denn wir werden da so nicht drüber kommen. Da drüben ist schon die Ostsee zu sehen. Und weil eben auch alles rot ist, da ist überhaupt nichts mehr, was irgendwie zu durchfliegen ist. Allerdings kann es sein, dass das auch unter uns jetzt liegt. Das schauen wir mal. Dazu spiele ich hier mal ein bisschen am Tilt, ob sich da irgendwas abzeichnet, wenn ich den Tilt zum Beispiel etwas höher drehe, ob das dann besser wird. Ah, das sieht dann schon ein bisschen günstiger aus, aber noch nicht wirklich. Ja. Also es gibt jetzt ein paar Lücken, wo wir mal versuchen können durchzukommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich könnte aber eigentlich auch großräumig ausweichen, entweder nach Süden bzw. dann auch nach Norden. Diese Zelle ist ziemlich groß und ich entscheide mich jetzt, da wir nachher nach Süden müssen. Ah, nee, wir müssen da eigentlich genau durch, das ist schlecht. Und das weitet sich nach Süden weiter aus, dann entscheide ich mich mal nach links umfliegen und gebe jetzt an und frage die Flugsicherung Request Heading 040 to avoid. Und er gibt mir 040 to avoid, denn da durchfliegen ist keine gute Idee. Und darüber kommen wir nicht, das schaffen wir nicht. Dann gehen wir drumherum. Hier auf dem Bild sieht man es eigentlich noch mal sehr gut. Wenn Sie es ein bisschen vergrößern, ist ja 4K aufgenommen, dann können Sie es noch ein bisschen besser sehen. Und ich versuche jetzt an den Rand der Zelle zu fliegen. Auch der ist nicht ganz ungefährlich, was die Turbulenzen angeht. Was wir hier letztlich sehen, ist Niederschlag, aber wir werden weit genug gehen. Und der zieht auch von uns weg, der ganze Kram. Denn wir haben hier oben einen West-Nordwestwind, im Moment noch Südwest. 8 Knoten, es ist sehr windschwach, es bewegt sich also wenig. Und der Kurs ist jetzt gut, um das Ganze zu umschiffen oder zu umfliegen. Und ich drehe mir den Tilt mal wieder ein bisschen auf horizontale Ebene ungefähr hier, dass ich das Bild so ableuchte. Aber hier geht's. Und dichter möchte ich auch nicht ran und es blitzt schon heftig da drin. Da ist schon richtig was los. Ziemlich große Zelle.
Und wir fliegen jetzt hier mit Mach 2,7. Man kann auch Managed fliegen, das geht auch. Gerade in Turbulenzen, wir sind doch ziemlich nah dran an dem Kram. Ich reduziere mal meine Geschwindigkeit auf die Turbulenzgeschwindigkeit auf 280. Ja, ich habe kräftige Steigen, Sie sehen, obwohl die Leistung runtergeht. Ich komme in die Nähe von dem Gewitter. Ich werde nochmal um Ausweichen Hansa 100 Request 20 degrees to the left. Das machen wir mal nochmal. Er kann schon die Höhe nicht mehr halten, der Autopilot. Doch kräftige Turbulenzen. Sie haben gesehen, null Leistung, trotzdem 1000 Fuß steigen die Minute, auch wenn man dicht dran fliegt. Deswegen Gewitter sind um jeden Fall und jeden Preis zu umfliegen. Wenn ich da durchgeflogen wäre, dann hätte es uns dermaßen zerrissen. Ich darf natürlich trotzdem nicht meine Übersicht verlieren. Einmal habe ich natürlich meinen Kurs mitlaufen hier auf der Karte, aber ich habe auch so die Übersicht. Wir können mal hier auch. Wir haben das Hamburg-VOA an und das zweite VOA ist Berlin-Brandenburg. Das können wir hier auch mal schalten. Ja. So, jetzt können wir Hansa 100 Request Heading 050. Gibt er mir frei. Dann kommen wir auch hier ein bisschen in Richtung von Berlin. Hier, wir sind mittlerweile über der Ostsee angekommen. Da ist meistens das Wetter etwas entspannter. Wir bleiben auf Turbulenzgeschwindigkeit, Turbulenz Airspeed, um das Flugzeug nicht zu gefährden. So, ich werde mal mein Handy eben holen. Bin gleich wieder da. Ton hören Sie noch? So, irgendeine Vereisungswarnung habe ich bekommen. Ja, Wing Anti-Ice muss on. Das machen wir mal gleich. Jetzt haben wir ein bisschen Eis detected. So, und wir können weiter Request Heading 070. Wir können weiter rum und können jetzt wieder den Kurs auf Berlin absetzen, beziehungsweise auf den nächsten Wegepunkt. Wir versuchen es mal. Heading 090 request ich jetzt, ob wir dann, und Sie sehen nochmal, ich kann Ihnen das mal eben mitfilmen hier. Mach ich mal mit der Kamera. So, dass Sie da auch nochmal ein Bild haben. Das ist jetzt... Oder hier kann man es auch machen, das ist nicht so, spiegelt nicht so. Das habe ich jetzt umfliegen hier, umflogen, dieses Gebiet. Ja. Und wir können jetzt mal versuchen, wieder direkt zum nächsten Fix zu kommen hier. Wir sind jetzt auf dem Punkt DH155. Wir gehen mal nach Nusku direkt oder requesten das mal. Ah, das ist keine gute Idee gewesen, da sitze ich dann wieder drin. Dann sage ich Request Heading 120. Das müsste ich gerade so hinkriegen. Also muss ich noch ein bisschen Umweg fliegen. Und ich gehe jetzt auf 120. So, es handelt sich hier um einen Live-Mitschnitt. Sie sehen, jetzt komme ich da ziemlich dicht wieder ran an das ganze Geschehen. Und da sieht man schon deutliche CB-Auswirkungen. Und hier sieht das dann noch heftiger aus. Noch ein bisschen weitwinklig, also ist ein bisschen besser zu sehen. Sie sehen, hier liegt eine ziemlich große Zelle. Wir sind hier im 40-Meilen-Bereich drin. Ich lasse das mal da, das Handy. So, wir können ein bisschen weiter drehen noch. Request Heading 130. Wenn die Flugsicherung das mitmacht, kann ich mir das wünschen. Und das jetzt wirklich engräumig zum Fliegen, dass wir auch irgendwann mal ankommen. Machen wir das erstmal. Hier sehen wir unseren Solltrack. Hier drehe ich mal auf 80 Meilen, dann sehe ich ein bisschen weiter, wo ich hin muss. Das passt so ungefähr.
Und ich kann auch, ich möchte nicht in den Johnny da reinfliegen hier. Den Kurs behalten wir mal bei. So, und dann gucken wir mal, Kilo Lima Foxtrot können wir hier schon mal reinnehmen, falls wir durchstarten müssen in Berlin. So, ein zweites Joa, was mich dann nach Leipzig bringen würde. Und wir gehen hier mal im Tilt einen Schlag höher. Lasst so, dass ich ungefähr auf meiner, auf meinem Level dann die Flughöhe, das Wettergeschehen auch beurteilen kann. Also ist der 1CCB, der noch steht, ist der. Und wir können mal ein bisschen näher ran. Request Heading 140, wollen wir mal gucken. Das müsste eigentlich hinhauen. Und da müsste ich auch weit genug dann weg sein, zumal er auch von uns wegzieht. So, und Sie sehen, wenn wir hier nochmal rauf gucken oder die Karte nochmal auf 80 stellen, sehen Sie, dass wir also hier vom Flugweg her direkt natürlich durchfliegen würden. Also ich fliege jetzt hier über Pitten, das ist dann auch mal ein ETP, also der Point of Return der Strecke nach Fibis und dann geht es weiter nach Berlin. So, ja, jetzt werde ich noch mal kurz meine Vorstellung beenden. Wir sind vom Wetter eigentlich safe im Moment. Mach noch mal Licht an. Hier machen wir mal einen Cut. So, da sind wir wieder. Jetzt können wir unseren ganz normalen Flug fortsetzen. Wir haben die Gewitterfront mittlerweile hinter uns gelassen und befinden uns jetzt über Mecklenburg-Vorpommern und werden uns jetzt, und das sehen Sie auch hier wieder, vom Kurs her Richtung Berlin begeben können. Das heißt, die Gewitterfront liegt hier. Gehen wir zurück in die 40-Meilen-Zone und jetzt kann ich wieder zurück auf Fibis gehen und bin dann safe. Wie gesagt, kein vernünftiger Pilot, auch kein Airline-Pilot, fliegt einfach so durch ein Gewitter. Wie mache ich das? Ich gehe auf Direct, lasse mir eine Clearance geben, Direct to Fibis, wenn das geht. Was schon mal nicht geklappt hat hier. Dann nochmal Direct. Fibis, so jetzt klappt's und hat das dann drin. So, jetzt verlangt er natürlich schon die Destination-Data von mir. Die werden wir uns jetzt mal besorgen. Dazu nehme ich hier mein Navigraph, wie immer. Hier ist mein Instructor-Panel noch, das brauche ich im Moment nicht. Und hier sehe ich auch, dass ich jetzt um dieses Wetter herum bin. Das sehe ich auch auf diesem Schirm hier und dass mich das nicht weiter betreffen wird oder nicht weiter behelligen wird. Und hier liegt noch ein bisschen was, ein vereinzelter Schauer, aber das tut nicht wirklich weh. Und jetzt gucken wir uns mal das Berliner Wetter an. So, da haben wir einen QNH von 1007, Shower Rain, Cavoquet ansonsten, Wind um die 210 bis 960, also der Wind ist ein bisschen drehend, 290, 5 Knoten zur Zeit. Wir werden also die Südwestbahn nehmen, eine der Südwestbahnen nehmen zum Anflug. Und das QNH hinterlege ich mal mit 1007 schon mal hier. In meiner Approach Phase die Temperatur dito mit 11 Grad. Den Wind mit 290,5 auch, wobei ich damit rechnen muss, dass der also sehr großen Variation hat heute zwischen 210 und 360 Grad. Ja, dann wird mein Anflug gehen über die 25 links, ist mir signalisiert worden von der Flugsicherung. Das heißt, wir werden hier wieder dann meine Entscheidungshöhe eingeben über die Karten. Gehe ich auf die 25 links, gucke mir das an. Und die Entscheidungshöhe für Berlin-Brandenburg 25 links ist
200 Fuß, wie sie meistens ja 200 Fuß ist. Genau, 200 Fuß Radarhöhe, also Radar Altitude. So. Ja, mein Transition Level ist 5000 Feet, der ist eingegeben. Also die Transition Altitude, also das Transition Level 70. Haben wir auch. Approach Speed 130 bei dem Gewicht. Ich habe 57,4 Tonnen, wir werden 56,5 ungefähr haben. Dann habe ich das auch alles gesetzt. Wunderbar. Wir werden die Ogbar Arrival Route nehmen und sind dann eigentlich gut unterwegs. So, ich gucke mir das noch mal ein bisschen an. So, Berlin gibt uns frei, direkt Delta Bravo 413. Beziehungsweise im Moment ist es noch, die Anflugkontrolle hier in Berlin ist Bremenradar noch. Und daher wird uns Berlin direkt dann übernehmen. Und wir mögen bitte auf 21, Level 210 sinken. Hier ist das Wetter jetzt gut. Hier lasse ich mal die 40 Meilen eingestellt, hier die 80, dann habe ich den Berliner Flughafen schon im Blick. Und wir gehen jetzt direkt schon fast in die Anflugsequenz rein. Und wir sind weiter down to Level 150. Unsere Initial Altitude für den Anflug wird sein 3000 Fuß. Initial Approach, Final Approach Fix ist Zaanem. Initial Approach Fix Ogbar, den haben wir aber schon hinter, den werden wir uns hinter uns lassen. Denn wir werden jetzt direkt in das Final reingeführt. Expect Vectors for ILS 25 Left. So, links steht noch mal was bisschen Fieses hier, das kommt hier ins Bild. Hier sehen Sie es auch. Das Schöne hier, und das fehlt mir am Phoenix, ist das Wetterradar. Beim Phoenix hätte ich jetzt das so gar nicht umfliegen können, weil ich gar nicht gewusst hätte, wo. Da hätte ich mir dann das Radarbild dann aufs iPad ziehen müssen. Ich habe ein professionelles Radar. Können Sie über Wetter Online bekommen, kostet allerdings der Account, wenn Sie den Profi-Account nehmen, relativ viel Geld, kostet auch so um die 90 Euro im Jahr, mindestens, glaube ich. So, er will Manage Speed, ich aber nicht. Wir bleiben mal bei 280 oder können wir auf 290 gehen. Speed ist mein. So, um 30 Meilen Entfernung ist dieser Cumulus Nimbus oder sich entwickelnde Cumulus Nimbus, das ist ein Schauer. Die Sendrate ist ein bisschen hoch, wir können ein bisschen weniger sinken. Wir sinken mal mit 2,5. Das reicht. Jetzt habe ich quasi die Rate vorgegeben. Und dann wird sich auch mein Top of Descent nach hinten verschieben. Und wir haben noch bis zum Ziel 109 Meilen. Wenn wir das voll ausfliegen, das Verfahren, werden wir aber wahrscheinlich nicht brauchen. So, wir sind Delta Bravo 437 freigegeben. Also noch eine Abkürzung gebe ich ein. So, und Sie sehen, dann sind wir im direkten Verfahren schon drin. Ich kann Ihnen das noch mal kurz aufs Video ziehen. Na, hier sieht man es nicht gut, weil es spiegelt, aber hier sieht man es besser. Es spiegelt auch ein bisschen, aber nicht so doll. Da sehen Sie Delta Bravo 437, also der Approach geht dann hier rum ins ILS für die 25 links in Berlin-Brandenburg. So, wir reduzieren die Sinkrate mal weiter auf 1000 Fuß die Minute, das reicht. Oder auf 700 Fuß, solange ich keine Restriction kriege, kann ich das machen. Und Sie sehen, mein Top of Descent geht nach hinten. Da liegen dann wieder Berlin, schlechtes Wetter, links von uns. Das werden wir ein bisschen streifen.
Ich hoffe nicht, dass es uns erwischt. Das ist der Wetterlage geschuldet. Da liegt eine Front. Wir haben eine sehr flache Tiefdruckverteilung zurzeit als Luftdruckverteilung mit eingelagerten leichten Fronten, die sich aber auflösen. Aber darin kann natürlich in hochlabiler Kaltluft, können um diese Tageszeit dann auch Gewitter entstehen und Schauer entstehen. Und wir sind jetzt wieder an so einem Gebiet dran. Wir sehen das auch Blitz wieder. Die Kamera läuft ja noch. Ich guck mal. Jawohl. Ich habe ihn extra die Totale gelassen. Aber wir sehen das gelassen. Berlin liegt hier. Das habe ich ja auf den Radius bzw. mein Funkfeuer Klaasfurt oder Klaasdorf ist das. Heißt das Klaasdorf auch, falls ich durchstarten muss. Der Abstand nach Berlin-Brandenburg ist 38 Meilen. Der Flugweg wäre noch 86, aber wir werden den abgekürzt bekommen. Wir müssen den nicht voll ausfliegen. Und das möchte ich auch gerne. Ich expect vectors, request heading 120, wenn möglich, and further descent. Und wir sind frei Level 100 und sinken jetzt wieder, weil wir abkürzen. Weil ich aus dem Wetter raus möchte, aus der Wetterzone raus möchte. Und wir müssen halt vor Xanen rauskommen, das ist der Final Approach Fix. Dann auf 3000 Fuß gehen. Kunha 1007. So, ich mache mal schon mein Landesystem ein. Das gehört zur Descent Checklist. Kann schon mal die Autobrake auf Low machen. Und vergleiche mal meinen Identifier, India Bravo Sierra Whiskey. India Bravo Sierra Whiskey 109.5 passt. Da sieht man die Großstadt Berlin ganz gut. Ich kann Ihnen das noch mal eben zeigen, dass Sie das sehen. Da hinten sieht man es eigentlich ganz gut, die Großstadt Berlin. So. Mit den Seen, viel Wasser. Ja, und hier sehen Sie, das sieht beim Wetter da nicht so prickelnd aus. Das ist nicht so heftig wie eben, aber das streifen wir nur. Und Sie sind freigegeben bis Level 70. Das ist auch unser Transition Level. Und natürlich Speed Restriction jetzt langsam 250. Könnte ich auch Managed fliegen, mache ich aber nicht so gerne jetzt. Ich kriege ja E-Vectors für den Approach. Muss jetzt wieder ein bisschen hier aufs Wetter gucken. Hier gehen wir mal auch auf 40. Hier gehe ich schon mal auf 20, um auch im Wetter ein bisschen Überblick zu haben. Das passt aber. Und links von uns sind Gewitter. In dieser labilen Kaltluftwetterlage. Hochreichend labile Kaltluft. Der Flughafen liegt dort. Ist ja im Prinzip der Schönefeld, der alte Schönefeld Airport, ein bisschen umgebaut, ein bisschen erweitert. So, wir sinken jetzt weiter. Wir haben erstmal reduziert, wenn man Open Descent. Gehen jetzt auf Level 70 runter. Und erwarten einen Vectors für den ILS 25 links. Berlin. So, Engine Wing Anti-Ice brauche ich glaube ich nicht mehr. Das andere lasse ich noch mal an. Wir haben minus 2 Grad zurzeit draußen. Bei unter ISO minus 5 mache ich eigentlich die Triebwerksenteisung immer an. Pitot und sowas ist sowieso beheizt. So, ein Localizer-Signal habe ich schon. Und mal gucken, ob wir mit dem Wetter so zurechtkommen. Da vorne ist eine Zelle. Request heading 130 to avoid. So, heute ist das Wetterradar echt nötig. Und wenn man das nicht hat, ist das nicht gut. Deswegen ist auch ein Airbus, der kein funktionables Wetterradar hat, eigentlich für mich in so einer Wetterlage ein No-Go. Ist ein No-Go-Kriterium für mich, dann fliege ich das Ding nicht. Und dann bleiben die auch am Boden.
So, wir kommen immer noch vor Xanem gut raus für den Intercept. Berlin liegt jetzt dort. Und links von uns nochmal Wetter. Und das ist auch ein bisschen heftiger von den gewittrigen Schauern. Wir sehen noch die Fransen aus, das heißt, das wird dann regnen. Aber wir haben mittlerweile plus 3 Grad. Trotzdem lasse ich mal die Triebwerksenteisung an, da die Maschine aus dem Kalten kommt. So, da blitzt es zwar ein bisschen raus, aber das müsste, wir unterfliegen das gleich, das müsste funktionieren. Wir sind 20 Meilen vom Airport weg und fliegen jetzt nördlich an Berlin vorbei. Okay, Request Heading 135 to avoid. Und wir sind freigegeben für 5000 Feet und QNH 1007. Passieren jetzt Transition Level gleich. Und jetzt kratzen wir so einen kleinen Schauer hier. Viel dichter möchte ich nicht ran. Ich komme im ziemlich spitzen Winkel rein auf die Grundanfluglinie. Und da brauche ich ein bisschen zum Ausholen. Und wir sind freigegeben für 3000 Feet, QNH 1007. Kommen jetzt in einen Regenschauer rein. Mehr ist das aber auch nicht. Kann ein bisschen wackeln. Landing Lights natürlich an. Die kann ich auch schon anmachen. Below 10.000 Feet werden die Landing Lights empfohlen anzumachen. Das ist auch Checklistenpunkt wegen des Vogelschlags, damit wir keine Probleme am Triebwerk haben. So, das Durchstartverfahren für Berlin sieht wie folgt aus. Climb on runway track to 3.000 Feet. Und dann turn left inbound Kilo Lima Foxtrot und climb to 4.000 Feet. Expect new vectors oder holding oder eben deviate to the alternate. Eins von beiden. Oder eins mache ich dann, je nachdem, aus welchem Grund ich durchstarte. Heute sieht das aber nicht so aus. Es sei denn, die Runway ist blockiert. So, ich möchte etwas schneller sinken. Speed Brakes. Und die Geschwindigkeit schon mal auf 240 oder 230 reduzieren, weil wir gleich einkurven, den Vektor bekommen. Ich habe noch keinen Gleitweg, aber ich bin noch ein bisschen weit, ich bin vom Winkel her ein bisschen ungünstig, deswegen kann er auch eigentlich nicht anzeigen, den Gleitweg. Aber wir sind noch ein bisschen hoch. Wir gehen mal runter auf 220. Momentzeit habe ich noch zum Sinken. Ich nehme mal schon mal die Landeklappen auf 1. Das waren 2. So. Und bekomme jetzt einen Vektor. Left Heading. 230 oder 220, machen wir erstmal. To intercept the ILS 25 left. Wir gehen runter auf 200 Knots. Das Wetter lassen wir dann auch hinter uns. Immer noch kein Gleitweg. Ah, ich bin ein bisschen zu hoch. Aber das kriegen wir noch hin. 5 Meilen habe ich. Jetzt habe ich einen Gleitweg. Indication. Ich schneide mal mit 210 an. Lass mir einen Vektor zu 10 geben. Und komme so gerade hin. Ich entscheide mich mal für mehr Descent Rate. Approach Button ein.
müsste gleich der Landekurs einlaufen. Jetzt kommt er. Localizer is moving. 40 Grad Intercept. Speedbrakes ein und armed. 190 Knots. Und wir sind rechtzeitig noch vor Xanim hingekommen, dadurch, dass ich die Descent Rate etwas manuell erhöht habe. Und wir gehen runter auf 170 Knots. Haben keine Speed Restrictions bekommen für Berlin. Glide Sloop is moving. Below 200 Flaps 2. Engine Anti-Ice aus. Packs können auf Normal bleiben. Und wir sinken jetzt mit einer Distance von 11,2 Meilen auf die 25 links in Berlin-Brandenburg zu. Ich habe eine Scenery für Berlin-Brandenburg hier drin im Prepare. Und links sehen Sie das Wetter, was uns nicht so hold ist. Aber da sind wir auch drunter und ist auch weit genug weg. Wir gehen immer auf 20 Meilen. Da hinten ist aber ein fransiger Schauer, das sieht man, der geht dann auch hoch, aber das sehen wir jetzt nicht. Und der Wind kommt von rechts leicht, 295 mit 7 Knoten. So, Glide Slope ist captured. Und wir sinken jetzt auf dem Kona 1007 nach Berlin. Ich gucke mal, ob das Kona nochmal revised wird. Ne, ist alles noch Shower Rain, haben sie auch vorhergesagt, Tempo. Aber wir gehen jetzt ganz normal runter. Ich guck mal, ob das passt hier mit dem Gleitslup. Sie scheint mir sehr hoch. Gucken wir mal. Das kann nicht sein, was wir hier haben. Wir sind zu hoch. Da stimmt was am ILS nicht hier in dem System. Wir sind deutlich zu hoch. Dann werden wir den Anflug, ich bin ja voll VFA, Continue Visual machen, oder ich müsste den mal auf die 25 rechts fliegen, da habe ich jetzt aber keine Lust zu. Also mache ich Continue Visual komplett, Cancel IFA. Manual Mode, alles aus. Und ich fliege. Das war der Autopilot. Alles. Ich bin jetzt auch im Manual Mode und ich habe die ganze Kladderatur hier aus. Ich fliege Visual. Leite direkt das aus. Und mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Wir kommen zu hoch rein, nämlich der ganze Gleitweg stimmt nicht. Wer weiß, wo der endet. Ich glaube, ich hatte, dass die 25 rechts stimmt, aber die 25 links leider nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist hier. Ich sehe das am Papi, dass das nicht hinhaut. Ich gucke mal, ob es hinhaut, sonst müssen wir ein Go-Around fliegen. One side. Glide slope. Glide slope. Mach's ALS aus. Ich versuche mal immer 3000 Meter hier. Glide slope. Mach ich aus. Ich versuche sie mal reinzukriegen, so Flaps. Glide slope. Mal gucken. Wir können ja Long Landing machen. Glide slope. Glide slope. Mal gucken. Glide slope. 400 Fuß. Mal gucken, ob die Bahn reicht. Wir machen mal ein Experiment. Glide slope. Dann starte ich durch. Ich bin voll manuell. Ich habe alles an Automatik rausgenommen. Ich bin bei 140 Knots. Lass es schön reinsinken jetzt. Gib Minimum. Glide slope. Glide slope. So, jetzt fange ich sie langsam ab, dass die Descent Rate weggeht. Ja. 30. 30. 200 Fuß 20. Sinken. Ja, mit 300 Fuß sinken aufgesetzt bei 123 Knoten. Sie sehen, das geht auch noch, ja. So, Umkehrschub. Und schnell Abrollweg raus. 30 below 60 Knots. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Berlin-Brandenburg.
da ist irgendwas technisch nicht in Ordnung hier im Simulator mit dem Gleitweg, aber das soll uns nicht daran hindern. Trotzdem ist noch die alte Air Berlin Schriftzug hier. So, wir müssen mal gucken hier, Taxi Chart, dass wir das mal vernünftig abstellen können, das Flugzeug. Ja, da müssen wir erstmal ganz zum Terminal rollen, hier übernächst rechts. So, Landing Lights off, Taxi Lights on, Landung beenden. Sie sehen, das geht, und üben Sie mal Ihren Airbus, kann ich nur empfehlen, manuell zu fliegen. Mit dem Knöpfchen, das kann jeder. Aber manuell, das ist die Kunst, die Maschine dann auch in den Speed Limits zu kennen. Und ich war eben ziemlich schnell noch unterwegs, deswegen konnte ich mir die Sinkrate von 1100 Fuß auch leisten und konnte den dann mit dem Speed-Oberschuss abfangen. Und habe kein Gas mehr nachgeschoben. Da müssen Sie aber genau wissen, wo die Grenze liegt. Und das probieren Sie im Simulator ruhig mal aus. Kann ich jedem Piloten empfehlen, der das Flugzeug wirklich mal kennenlernen will. Ich rolle jetzt mal zum Vorfeld oder zum Terminal da hinten. Alles natürlich rot hier. Ich hoffe, dass es gleich mal grün wird, wenn ich hier rüber rollen will. Jetzt nicht. Dann habe ich eine Freigabe halt. Wahrscheinlich wollen die uns. Nee, ist auch rot. Die andere Seite ist alles rot. So, die Szenerie ist ganz gut, aber die ist auch nicht mehr die neueste. Und warum das ALS nicht stimmt, weiß ich nicht. Ich habe die neueste Navigraph-Datenbank drin. Entweder stimmt das Layout nicht ganz von dem Anbieter. Werde ich jetzt aber in den letzten Zügen dieses Simulators nicht mehr ändern. Ich fliege auch Berlin sehr selten an, weil es eigentlich kein spektakulärer Airport ist. Szenerie habe ich mir vor 2 Jahren, glaube ich, mal gekauft. 2, 3 Jahren. Seitenrudertrimmung auf 0. So, Sie sehen, da sind die Gates und die werden die auch, wenn wir uns irgendwo hinstellen, ein paar Busse fahren hier rum. Ansonsten ist hier nicht viel Traffic, habe ich auch rausgenommen. So spielt bei diesem Simulator und bei den Flugtrainings und auch in Airline-Simulatoren ja auch keine Rolle. Da hat man diese Ground Services nicht, Entry und so Sales und so weiter, das passt alles so. Wir dürfen hier rollen, Freigabe haben wir. Und werden uns jetzt hier an ein Gate stellen. Dann nehmen wir mal so ein Gate hier, das gefällt mir besser, dass ein Finger hat. So. Wir haben auch Finger. So, und dann stellen wir sie hier mal ab. Mal gucken, ob die ein Docking-System hat. Wetterradar aus. Na, beim Rollen muss man schon aufpassen. Nicht überall hingucken. Deswegen gibt es auch ein Pilot Taxiing. Das ist meist nicht der Pilot Flying. Und ein Pilot Flying. Und der übergibt dann nach dem Landen. Bei vielen Airlines ist das Vorschrift so. Den nächsten nehmen wir mal hier. Der ist unser 1004. So. Dann gucken wir mal. Ja, wir haben ein Guidance-System, meine ich. Wir haben das hier. Ein bisschen nach links will er uns haben, glaube ich. Funktioniert das? Ja, es funktioniert auch. 16 Meter, sagt er, 15 Meter. Wir sind genau auf Linie. 6, 5, 3, 2, 1, 0. Na, 0,5 noch. 50 Zentimeter will er uns noch.
natürlich jetzt sehr akademisch. Und stop. So, wir sind genau da am Gate, wo wir hingehören, 10.04. Ja, meine Damen und Herren, der Anflug war ein bisschen überraschend, weil ich auf die 25 links bin ich, glaube ich, elendlang nicht angeflogen hier mit dem Simulator. Aber ich erinnere mich jetzt im Nachgang, dass da irgendwas mit war. Die 25 rechts klappt tadellos mit dem ILS, die 25 links leider nicht. Aber Sie sehen, das war mal eine gute Möglichkeit, die Technik auszuschalten, die Augen zu nehmen, hinten die Papi-Anzeige zu nehmen, die Höhe zu nehmen, die Basic-Werte, die ich habe für das Flugzeug und das Flugzeug damit mal zu fliegen. Autos fast aus, alles aus und mal rein, fliegen. Ne? Also nicht nur irgendwelche Computer das Ganze machen lassen. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir werden uns jetzt mal Ground Service besorgen. Und dann machen wir für heute Schluss. Das mache ich hier über den Instructor, Ground Power. Ähnlich wie ich das beim Phoenix auch über die Ground Service machen kann, bin ich hier grün, mache an, Taxi natürlich auch aus. Und dann kann ich das Flugzeug abstellen. Tonnen sind noch an Bord an Kraftstoff. Wäre ich also locker noch mit überall hingekommen. Also da, wo ich hin will, nach Leipzig, zur Not auch zurück nach Hamburg. So, und dann können wir auch die Beacon und die Passagiere erlösen. Und dann wird auch gleich das Gepäck entladen. Jetzt machen wir nochmal Licht, dass ich noch ein ganz kurzes Debriefing mit Ihnen mache. Sie haben gesehen, auch so eine Situation kann man mal für sich nutzen. Wenn man nicht durchstarten will, macht man einfach ein Visual Approach, wenn die Technik nicht spielt. Der Wind war schwach aus Nordwest bis West, also eher 92 Grad mit 5, 6, 7 Knoten, also spielte keine Rolle. Und wenn Sie das Flugzeug richtig kennenlernen wollen, dann nutzen Sie so eine Situation mal aus, dass Sie auch aus dem zu hohen Anflug, aus dem zu hohen ILS, der hier definitiv von der Anzeige nicht stimmt, eben die Situation noch machen können. Vielleicht ist das das alte Schönefeld ILS noch und nicht auf Berlin-Brandenburg umgestellt, obwohl die Szenerie entsprechend drin ist. Weil Frequenz und Indicator und alles haben die Kennung hat gestimmt. Aber das macht dann auch mal Spaß, so ein Flugzeug rein, wieder manuell zu fliegen. Und das empfehle ich auch, egal welches Modell Sie fliegen, Fly-by-Wire, Phoenix oder sonst was, üben Sie das Flugzeug ohne die Automatik zu fliegen. Anders lernen Sie es nie richtig kennen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, Ihnen hat das gefallen. Ich habe in der Mitte etwas rausgeschnitten, die Vorstellung meiner Online-Flugschule, die können Sie sich separat angucken, wenn Sie möchten. Ansonsten ist das so live aufgezeichnet. Die Besonderheit heute, Wetter, Gewitter, also bitte immer umfliegen. Gewitter und Eis, das sind die beiden Dinge, die ich nicht mag in der Luftfahrt, egal wie groß das Flugzeug ist. Und die meide ich auch. Und so bin ich auch alt geworden, ohne dass mir jemals was Ernstliches passiert ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bedanke mich bis zum nächsten Livestream. Bye bye, Ihr Thomas Fenger.